Hallo, hier ist Cube und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich etwas tun, was nicht allzu besonders ist. I guess. Jedenfalls wollte ich mich heute mit den neuen Rockstars beschäftigen. Also nicht neu, sondern einfach nur ein anderes Design. Es erinnert mich etwas an Rockstar Games, weil es sehr nach dem Logo aussieht. Es scheint, als hätte Rockstar Games dieses Rockstar, was Energy Drinks herstellt, auch gekauft. Und boom, wir haben den Zusammenschluss. Da es wirklich danach aussieht. Ich werde es euch zeigen, wenn ich es finden würde. Auf jeden Fall werde ich euch heute noch über ein anderes Thema etwas erzählen, worüber ich noch nicht wirklich gesprochen habe. Und das sind Predators. Predator ist ein Monster Energy Produkt. Wenn man das auf Wikipedia oder auf Google sucht, dann findest du heraus, dass es eigentlich ein Coca-Cola Produkt ist, weil Coca-Cola Anteile an Monster hat. Soweit ich weiß, ist es oder wurde es übernommen oder wie auch immer. Oh, und ich dachte, es ist ein guter Zeitpunkt dafür, um sie zu testen, wie es wirklich schmeckt. Es gibt zwei verfügbare Dosen. Eine davon ist Mean Green und die andere Gold Strike. Auf der Dose ist kein bestimmter Geschmack beschrieben. Also ist es Zeit herauszufinden, wie es wirklich schmeckt. Also erstmal die Dose zu füllen, die Dose in das Glas zu füllen. Zu meiner linken Seite habe ich Gold Strike, was etwas interessant aussieht. Und zu meiner rechten Seite habe ich Mean Green. Und das ist eigentlich eher gelbgrün, also eher weniger, was der Dose entspricht. Im Vergleich hierzu war es sehr zutreffend. In diesem Fall aber nicht unbedingt. Ich fange mit Mean Green an, weil ich es schon vorher gezeigt habe. Also erstmal ein Geruchstest. Es riecht etwas nach Mountain Dew, okay. Also ich glaube, es ist Zeit, um das zu probieren. Es schmeckt wirklich wie Mountain Dew. Und es ist sehr gut. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht wirklich viel erwartet. Ich mag Mountain Dew sehr. Mountain Dew ist für mich ein ganz spezifischer Geschmack. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich das erste Mal Mountain Dew getrunken habe, als ich 9 Jahre alt war. Und ich dachte, es wäre ein Energy Drink gewesen. Nein. Es war sehr schön. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich frage mich, wie viel Zucker in dieser Dose ist. Da ist etwas Zucker drin. 28 Gramm pro Dose. Es ist Zeit, um Gold Strike zu probieren. So, der Geruchstest. Es riecht nach einem normalen Energy Drink. Okay. Okay. Ich habe dazu nicht wirklich viel zu sagen. Ein ganz normaler Energy Drink. Hol dir etwas, was genauso schmeckt. Zum Beispiel Tiger. Oder genau das gleiche wie hier. Es gibt dazu wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe langsam die Schnauze voll von einem ganz normalen Geschmack von Energy Drinks. Also leider nein. Aber wenn du dich nach etwas ganz Normalem bzw. Basic umguckst, dann wäre das genau richtig für dich und auch nicht allzu teuer. Ich glaube, ich habe es in Leviathan gekauft für 3 Slotty, aber der Preis ist immer anders. Hauptsächlich von 2,50 zu 3 Slotty. Aber ich habe es auch schon für viel gesehen. Es ist Mean Green. Es ist eine coole Sache. Ihr könnt es gerne selbst probieren. Meiner Meinung nach werdet ihr es nicht bereuen. Es ist eigentlich ziemlich lustig, dass ein Monster-Produkt auch ein Coca-Cola-Produkt ist und nach Mountain Dew schmeckt. Irgendwie ein bisschen lustig. Okay, das war's mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse bitte eine positive bzw. eine negative Reaktion. Sag mir, wenn ich irgendwas besser machen kann, damit du das Video besser angucken kannst. Hinterlasse ein Abo, wenn dich meine Videos interessieren. Aktiviere die Glocke, damit du Benachrichtigungen bekommst, weil YouTube manchmal etwas komisch mit diesen Sachen ist. Bitte besuche auch meine Social Medias, wo ich manchmal Dinge umherwerfe oder auch einfach Benachrichtigungen für meine Videos rausgebe. Du kannst dich auch selbst promoten. You know? Bis zum nächsten Mal und bye bye.